Neue Abenteuer erwarten uns auch heute hier in der Welt der Pokémon. Hallo Freunde, willkommen zurück hier zu... Ja. Regentanz Omega Rubin oder was? Keine Ahnung. Weiß mal zum nächsten Regen... Ja. Vogelfuzzi. Meine Fresse, das ist hier noch ein toller Einstieg in einen neuen Part. Ein Schwalboss. Und ja, eine Atomic. Es fängt an zu schiffen. Ja, merke ich auch. Ich hab schon eine ganz nasse Hose. Was? Ah, ja. Also nicht das Schiff natürlich, außer natürlich bei Gott wäre es auch so. Ein Xatu. Ja doch, wieso nicht? Wobei? Psychoflug. Fickt Feder überhaupt? Alter! Ja, war zum normalen Schaden, aber trotzdem gut gewirkt. Blecki! Energiefokus brauchst du auch nicht. Nö, nö. Und das war's weit mal für den Wim oder. Wie hieß der? Ja, meine drückten Namen. Was erwartet uns wohl noch hier? Kann man gerade anschmeißen? Alles nass, alles feucht. Tja. So, liebe meine Pokémon. Nö, nö, bitte was? Ja, das ist dort unten. Okay. Das ist das große Feld. Und wer ist denn diese nette Schirmdame? Mein Schirm, mein Pokémon, ich. Wenn eines der Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Anblick ruiniert. Okay. Die Schirmdame. Wie kommt man auf so eine Bezeichnung? Der Berufswerdegang. Hallo, ich bin eine Schirmdame. Was? Es fängt an zu schiffen. Ja, wieder mal. Und wer ist natürlich zum Wassertyp? Ich glaube sogar der Typus selbst ist Wasser. Naja. Psycho-Power. Und Tschüssikowski. Der kommt nicht wieder. Leco mio, hey, ständig neue Updates, Updates sogar schon. Level-Ups natürlich, das ist der pure Wahnsinn. Da müsste ein Giftjunge sein. Ich bin ein Ninja und das wäre mein Tanjutsu. Ich hätte was nicht gesehen, wo ich war. Oh mein Gott, ich kenne Naruto. Von Ninja-Junge, Nikodeo. Nee, der ist nicht von Naruto, so dämlichen Namen gibt es doch nicht. Zumindest nicht vor dem großen Timesprung. Timeskip, Zeitsprung, wie auch immer. So. Ein Gift-Pokémon! Ja, du bist ein Fee, ich kill dich! Nö? Vergiss es. Oh, scheiße. Zu lame. Okay, das passt dann ganz gut. Smogon ist in Action, ich kill dich, du doofe Fee! Nö? Oh mein Gott, nicht schon wieder! Und da gehen sie ständig, denn sie haben kein... Alter, noch eins, wie kann man bloß Smogon so horten? Man lernt das endlich mal! Smogon! Yeah, Mann! Ich glaube, sobald man entwickelt ist zu, also sich mal entwickelt hat zu Draschel, kann man ihn, glaube ich, mal ein bisschen einsetzen im Kampf. So, was haben wir hier oben noch Schönes? Gefährliche Dornen spielen einen Weg, ja, ja. Früher war es nur ein Busch, jetzt sind es plötzlich Dornen. Ist schon klar. Jemand ein paar Beeren, ich glaube, irgendwann sind noch seltene Beeren darunter. Sprich, solche fürs EV-Training. Also natürlich solche, die man halt so für bestehende EVs entfernen kann. So, das sind Nirbelbeeren. Was sind das für Namen, ey? Was sagt der Beutel? Sehr effektive Fehlattacken Angreifern. Ich kann mich erinnern, dass ich diese Beeren einem Pokémon von mir in Abyssafir bereits mit dran gegeben habe. Aber auch nur deswegen, weil das Viech eine Vierfachschwäche gegen Fehlattacken hat. Ja, eine Vierfachschwäche, das könnt ihr mal überlegen.
Welchen Typus trifft das wohl zu? Einen vierfach schwächigen Feen? Und dann? Was für ein Pokémon könnte das wohl sein? Ein Typ normal. Also die brauchst du gar nie. Man, wer gerade schon mit normalen Attacken an? Vor allem, dass die mal effektiv werden. Die sind ja nie effektiv. Ja, okay, du, ja. Naja, ist klar. Hier sieht man sehr effektive Feenattacken. Hier steht aber nur schwer diese Biere Attacken. Weil normale Attacken sind nie effektiv. Also sehr effektiv war er nicht. Typ Stahl und soll ich jedem Feen-Pokémon geben, wo natürlich Gift auch öfter zu sehen ist. Unlichtdrache, naja. Leider keine EV-Beeren. Doof. Dann wieder das Level wieder mal zu Kokiri geswitcht. Die Musik ist so geil. Eine Ass-Trainerin. Spezielle Fähigkeiten? Ja, da stimmt. Ein paar davon haben sogar versteckte Fähigkeiten. Und einige davon sind echt brutal. Es gibt so allerdings auch versteckte Fähigkeiten, sind Pillepalle. Ich meine, sorry, du brauchst sowas mit unnütz. Gibt's halt auch. Blättersturm for the win! Krieg ja keine Senkung? Ah, das war's schon! Okay, nur ein Pokémon, aber immer ein Milotic. Milotic wissen wir selbst, ist ein cooles Pokémon. So. Ein großes Grasfeld, naja. Wer das Gras braucht, das müssen Tropius gewesen sein. Ja. Was auch, und tschüss! Hier ist irgendwo ein Item. Ein Zink! Zink die Zacke, die hoi hoi hoi! Wo ist das Pokémon? Ein Absol war. Erfahrung mit diesen Viechern leider. Ich sag nur jetzt apart. Da wollten wir eines fangen, doch es hat mich komplett verarscht. Mich verarscht kein Absol mehr. Mal gucken in die Finte. Hält ähnlich viel aus. Interessant. Dann mal schauen, ich werde es wieder mal gegen Kai aus und mal das mit dem Toxin versuchen. Ich glaube zwar, es ist ein bisschen tieferes Level als das vom letzten Part, aber trotzdem ist es doch locker reichen. Naja. Ja, es gibt echt Pokémon, da ist das Gefühl, es funktioniert nie oder irgendwie. Das kann doch gar nicht sein, dass du das Vieh einfach nicht fangen kannst. Ist leider so. Vergiftet! Naja, Schwertanz, schön für dich. Angriff-Boost! Bringt nur leider nicht mehr viel. Ja, wir müssen Superball aufbrauchen. Superball! Fliegen und Sieg! Das hat früher noch geklappt, Freunde. Naja, Fliegen und Sieg ist nicht mehr das, was man war. Was bin ich hin wieder? Ist vergiftet, also sprich schwere Vergiftung nicht mehr so wie früher. Das kann mich erinnern, früher war das noch so, ich rede jetzt mal so um 4. 5. Generation her. Dass es schwer vergiftet mit Toxin jede Runde stärker wurde. Alter, gut, war ein Volltreffer, trotzdem. Hilfe! Aber das Vieh lässt aber echt schwer fangen. Machen wir einen Runter B, das hat früher noch geholfen, war zwar in der ersten Generation noch. Nee, könnt ihr vergessen, Absol ist echt schwer zu fangen. Oder wir haben einfach nur Pech. Könnte wohl auch sein. So, tschüss. Das kann nur, wenn du mich die ganze Zeit nur so tierisch nervst. Ich überlege, habe ich einen Absol schon auf Alpha Saphir? Glaube noch nicht. Jetzt weiß ich auch wieso. Noch ein Nugget. Okay, ich kann bereits 10.000 verkaufen. Das wird doch immer geiler. Ja, Mantropius.
Hier jetzt bloß noch eine Geheimbasis. Ja, das machen wir alle später, Freunde. Keine Sorge. Servus. Kampfgefällig. Ein Mann der wenigen Worte. Kämpfermaniac Bruno. Ja, der Bruno. Ja, hallo Bruno, wie geht's denn so? Oh, Maskeregen. Das passt zum Wetter her. Hat der eigentlich Wassertempo drauf? Nö, Bedroher. Ah. Gut, hier. Tschüss. Selber schuld. Was? Ist nicht mehr Käferwasser, kann das sein? Ja, fall ständig drauf rein, Scheimkleister. Es ist nicht mehr Wasserkäfer, sondern ich glaube nur noch entweder Käferflut oder Käfergift. Du besiegst Käfer Bruno. Käfer Manic Bruno, Entschuldigung. Das sieht fast aus wie ein Käfer, hallo? Okay, wo sind wir jetzt? Da geht's da entlang und hier geht's hier entlang. Was ist denn hier richtig? Das ist falsch. Dann gehe ich halt hier runter. Noch eine Brücke. War hier ein Kampf? Habe ich die ganz seltsamen Erinnerungen? Nee. Nee, doch nicht. Ich täusche mich nur ständig. Und weg in euch, falsche Hoffnungen. Ja, das tut mir hier leid. Ich glaube, hier ging es in eine größere Route über, genau. Mal kurios, die Route bleibt zwar, aber irgendwie. Die Pokémon ändern sich. Was haben wir hier schon wieder? Schüttelt man dann diese Bock von der Pokeriegel raus? Dieser Pokeriegel wird dann genüsslich von deinem Pokémon verspeist. Eine schöne Geste gegenseitiger Zuneigung, wenn ich es nicht auch. Yay. Yeah. Eine Wikibeere! Cool! Naja. Was ist denn hier oben schon wieder? Stimmt, ich glaube, hier kann man auch ein legendäres Pokémon nachher noch fangen. Ich glaube, Regice, wenn ich mich richtig erinnere. Aber natürlich nur, wenn ich mich richtig erinnere. Eine Nanabeere. Cooler Namen. Die Piersif-Beere. Naja, Piersif statt Pfirsich, ist klar. Naja, teilweise den Namen, ey. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Das gleiche. Das ist doch echt doof. Gyarados! Und tschüss ist es. Und hier haben wir noch. Na. Ja. Nur ein Heiler. Oh Mann, das ist bloß ein Heiler! Gibt's hier noch Besonderes? Ein paar Trainer, glaube ich sogar. Lügst du mein Futter in dein Gesicht? Ich kann es auf so krass geben, wie ich will, aber es taucht nie ein Pokémon auf! Himmel, hast du da noch zu werden, ey. Raubbein Ragnar! Aber dem Namen wird natürlich auch keiner kommen. Noctuska. Pflanze und Licht. Pflanze und Licht. Tschüss. Orkan schwingen! Scheiße, Mann. Level up! Geil, Alter. So, wie man zum Raubbein, weil ich blicke ihm noch. Da hinten hat doch ein Pokémon. Hä? Komplett falsch? Nö, hier ist genau hier ist der Eingang, kommt aber ja später. Weil der war ein bisschen kryptisch, den freizuschaffen, ne? War schon im Original so. Und ist hier leider noch auf die gleiche Art und Weise. Gut, was heißt leider? War eigentlich schon cool. Aber erstmal hier zum Ninja Boy. Schon die Bewegungen der Pokémon entwickeln neue Ninja-Techniken. Jeban! Der Nelson. Ja. Also entweder sind es total crazy genau, oder sie sind einfach total altmodisch.
Ja, Nelson Fernandes. Ah, nee, war der Chelsea Fernandes. Aua. Oh, komm, Power! Das ist eine geile Attacke. Ein Pflanze-Pokémon mit Flugattacken, das ist auch selten. Können zwar irgendwie. Nee, das wird zu lange dauern. Tommy macht das viel schneller. God, wow. Smogon. Tschüss, Mann. Smogon. Der kommt nicht wieder. Nee, nee, nee. Der kommt nie wieder. Oh Mann, ey, ist total kacke. Nicht mein Problem. Was willst du hier? Was treibst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen der alten Ruinen hier, von denen man sagt, sie können hier zu finden sein. Noch nicht. Der Ruinemaniac Ruprecht. Aber den vorne war es erwähnt von den alten Namen? Pupanze, Pupanze. Boden Unlicht, wegen irgendwie alles. Ich mach trotzdem mal einfach nur, was cool ist. Den Blättersturm! Ein Nassknet. Ich hätte mir besser aufheben sollen. Da kommen doch mit. Bei 13 Leveln. Ja, trotzdem. Also eine physische Attacke und Nassknet sind eigentlich physisch eher stark. In der Tiefen. So, das tut aber weh, Alter. Könnte natürlich auch dein Rheuma sein. Noch ein paar Piersifbeeren. Hm. Nicht gerade so etwas Berauschendes. Und Nanabeeren, 6 Stück. Not bad. Ah, nein, nein, will ich doch gar nicht. Noch nicht, kommt später alles, Freunde. Und natürlich im großen Bärenfeld, sobald wir endlich mal alle EV-Bären haben. Dann wird hier groß gezüchtet. So, hier noch so eine. Oh Mann, ey. Ich warne dich, ich bin echt total schwach! Hä? Halbstarke. Aber wieso in diese bedrohliche Mucke und wieso kämpft. Hä? Weiber. Okay, dann natürlich die Rauhaut, glaube ich, oder hieß die Fähigkeit. Weiß den Namen nicht mehr auswendig. Die uns einfach Schaden machen, wenn wir es mit physischen Attacken treffen. Deswegen natürlich der Blättersturm. Aber das stimmt nicht ganz, weil physische Attacken sind vielleicht mehrere. Es geht vor allem darum, halt um Attacken mit Körperkontakt. Also zum Beispiel ein Erdbeben wird nichts machen. Aber eine Laubklinge, die würde auch uns noch ein bisschen Schaden zufügen. Knirscher, ja doch, von Anfang, wieso nicht? Also mit Unlicht, das ist physisch, macht viel Schaden. Das kann man so behalten. Ja, Zigu, du auch. Wir haben es doch gleich gesagt. Stimmt, bin ja selber schuld. So, sind wir wieder fertig. So schnell kann's gehen. Dann geht's hier eigentlich weiter, weil ich also trotzdem noch hier gucken, denn wir haben hier noch einen kleinen Tümpel, einen kleinen See. Das ist, glaubt, das haben wir jetzt irgendeinen Käferin oder was? Ein Maskeregen, geil! Ah, Scheinkleister. Ja, weil Maskeregen fällt mir halt der Fall Sophie auch noch. Wobei, du kannst ja locker mit irgendwelchen schwachen Punkten, also schwachen Geweih habe ich dort, ja, kannst du einfach so trainieren. Brauche ich mich jetzt hier nicht zum Affen zu machen. Geheimbares Versteck, okay, sonst hat sie nichts, nö. Okay, und wieder zurück. Dann kommt es nochmal. Komm schon. Bingo! Passend am Abschluss des Parts, Freunde. Noch ein Kampf gegen einen Maskeregen. Ich dachte, eine Maske im Regen.
ja, sehr originell. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil es kann man natürlich mit auch solchen Attacken hier angreifen. Nein! Alter! Stell doch gut zurück. Superball. Superball! Nicht Superman, sondern Superball! Ist ein Vogel, ist ein Flugzeug, es ist ein gefehlter Superball. Toll! Mann, ey, was soll denn das? Wieso fliegt der Ball nicht? Das ist bloß Level 25, der müsste wirken. Ich meine, klar, sind noch nicht im roten Bereich, sehe ich auch. Es dürfte aber trotzdem machbar sein. Nö, nö! Das verarscht mich. Du verarschst mich! Der arme Kokiri, ey. Es tut mir leid, Kumpel! Halte durch! Bäh, 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 bäh. Oh. Wie mich das Teil hier verarscht. Du, 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 du. Jetzt komm schon! Ich hab keine Zurückhaltung, kein Trugschlag. Oh. Kokiri? Halte durch, ja? Halte durch! Eins. Na. Am Anfang ist schwer, oder was? Ja, und tschüss. Nein, er hat überlebt! Er lebt! Es lebt! Was macht eine Kuh? Muh. Na, egal. Der tut's auch. Ja, voll auf dem Damm! Wird nicht mehr lang, wenn das weitergeht! Alter, 30 Schaden. Ja, eigentlich nicht viel, wenn natürlich das weitergeht hier. Sind wir morgen noch dran? Du, 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 du. Eins. Zwei. Komm, ich immer mal zu drei oder was? Ja. Pflanz-Pokémon nass machen. Sehr clever. Sehr clever. Komm schon und. Uno. Dos. Tres. Italienisch. Es versteht Italienisch. Das ist doch mal Heavy Man. Heavy Man. Heavy Man. Ja, das ist so Heavy Man. Und so krass nass. Was? Okay, Käferflug. Ja, doch, Käferflug. Okay. In die Box 1 geschickt. So, vorne mal Überlänge. Wollte ich gar nicht mehr. Soll wieder mal eine gewisse Normallänge werden. Egal, danke fürs Zusehen hier bei Omega Rubin. Das war's mal für heute. Unser Team ist soweit ganz gut dabei. Auf dem Level her und so kann ich nicht groß meckern. Blackie kommt auch langsam nach. Und yo, wird noch. Moment mal ganz kurz. Denn Ziggy hat ein Item. Ein Superball. Na toll. Ein Superball. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Auf dem Weg. Ja, wohin? Das ist eine gute Frage. Bis dahin, tschüss.